Ein Thema, das mich persönlich, aber auch uns in der Fraktion sehr beschäftigt, ist die Situation in Afrin, in Syrien. Und wenn ich lese, auch von Augenzeugen, Ärzten, die dort arbeiten, was da im Augenblick in dieser Stadt passiert, ist man entsetzt, dass die Türkei ihre Truppen, islamistische Truppen dort durch die Stadt marodieren lässt, dass dort Plünderungen schlimmsten Ausmaßes stattfinden und dass gesagt wird, das sei ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte, ein Vorwurf an ein NATO-Mitglied, das wirklich ein Vorwurf, der wirklich hart ist. Und das erwarten wir nun von der Regierung, dass das mal genauer angeschaut wird, und im NATO-Rat muss darüber gesprochen werden. Es geht auf gar keinen Fall, dass so etwas passiert, und dann besteht noch die Gefahr, dass türkische, also unter der Türkei dienende Truppen und Amerikaner aneinander geraten könnten. Was das für die NATO bedeutet, ist natürlich schon nicht einfach hinnehmbar. Auf der anderen Seite wissen wir auch um die Sensibilität des Themas. Wir haben kein Interesse daran, dass die Türkei sich von der NATO verabschiedet. Das wäre nur ein sicherer Sieg für Putin, der sich der Sache bemächtigen würde. Aber in dieser Situation müssen wir schon mit der Türkei reden. Menschenrechtsverletzungen sind nicht hinnehmbar.